Deine Ingenieure auf Aquelius haben es geschafft, Schwerkraft um 1% zu verbessern. Das ist doch sehr schön. Ah ja, das ist auch eine Eigenschaft unserer Hauptrasse. Oder eine Eigenschaft unserer Haupteigenschaft. Dass wir die Chance haben, allgemein unsere Planeten jede Runde zu verbessern. Das ist jetzt gerade erst passiert, dementsprechend sieht man, dass es nicht ganz so häufig vorkommt. Aber jedes bisschen hilft. Also, gucken wir mal ganz kurz auf Aquelius. Zack. Und der hat schon sehr gute Werte. Ich meine, der ist jetzt schon auf 97%. Echt genial. Da haben wir echt einen Glücksgriff gehabt mit dem Planeten. Wallaby ist zwar auch okay, aber 80%. Auch 80% ist auch echt gut. Aber gut. Was wollen wir noch machen? Die Nachrichten sind alle durch. Denn F9. Zerstörer leichter alle Befehle ausgeführt. Der ist in Kichia angekommen. Zerstörer leichter alle Befehle ausgeführt. Der ist in Wallaby angekommen. Seine Raumstation Simple hat 5 neue Raumschiffe des Typs Zerstörers gebaut. Okay, die müssen, glaube ich, da oben hin. Und dann hat hoffentlich jeder Zerstörer leicht. Zerstörer leicht. Zerstörer leicht. Das haben sie noch nicht kolonisiert und da oben sind sie noch auf dem Weg hin. Man konnte sich auch die einzelnen Flotten anzeigen lassen. Genau, da sind 5 Stück, 11 Stück, 6 Stück. Ha. Die beim Planeten sind, sieht man leider nicht. Untätige Flotten? Nein. Ich würde gerne sehen, wie viele Schiffe bei den einzelnen Planeten stationiert sind. Aber das ist wohl so nicht möglich. Na gut, nächste Nachricht. Wir haben es schon wieder geschafft, die Strahlung zu verbessern. Bist du immer noch bei 97%? Ja. Aber es wird immer, immer besser. Das ist ja sehr schick. Gut. Die sind alle unterwegs. Die Flotte, also die ganzen Kolonisten, ist ewig lange unterwegs. Aber das passt schon. Wir gucken mal ganz kurz. Es gab Anzeige. Nein. Befehle. Planeten. So, wir haben 4 Stück. Ich sortiere mal nach Wert. Sortiere mal umgekehrt nach Wert. So, Simple ist ganz oben. Hat eine Raumstation produziert. Bergwerke. Hat jede Menge Erze. Wir bauen auf Aquelius auch Bergwerke. Brauchen wir das bei Aquelius? Ja, brauchen wir. Und hier werden jetzt keine Schiffe mehr produziert. Und dafür mehr Bergwerke. Das ist okay, weil wir haben kaum noch Ressourcen über. Jo, F9. Voyeur hat alle Befehle ausgeteilt. Also Voyeur ist angekommen. Wir haben einen Planeten namens Blue Ball gefunden, der ist nicht gut. Und das war's auch schon. Zap, 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 zap. Runter. Ich gucke mal ganz kurz in die Forschung. Wir brauchen noch 5 Jahre, dann können wir den Maulwurfscanner bauen. Der Maulwurfscanner. Feindliche Flotten im Raum können bis zu 100 Lichtjahre entfernt erfasst werden. Okay, das heißt, wir könnten unsere Voyeure damit besser ausrüsten. Und danach wollte ich eigentlich auf Konstruktion gehen, damit wir schon mal einen größeren Schiffstyp haben. Damit wir halt richtig schwere Verteidiger haben. So, also Konstruktion als nächstes, Elektronik jetzt gerade fertig. Und die Runde ist auch fertig, F9. Keine Nachrichten diese Runde. Der hier ist immer noch unterwegs. Hier ist aber echt nichts zu holen. Aber na gut. Dann haben wir unsere 1, 2, 3, 4. Den später auch noch. 5, 6, 7, 8, 9. 9 Planeten. 10, wenn wir den auch noch nehmen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Das wird eh irre lange dauern, bis wir die alle einigermaßen gut geterraformt haben, ausgerüstet haben, kolonisiert haben, also mit noch Bewohnern. Und so weiter und so weiter. Da hätte ich gerne auf jeden Fall noch bei Aquelius und bei Wallaby eine Raumstation. Das wird recht viele Ressourcen brauchen. Und danach sollten wir Schiffe bauen. Schiffe, 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 ganz viele Schiffe, damit wir nicht von irgendjemandem überrannt werden können. So, F9. Voyeur ist angekommen. 15 Nachrichten. Aber ja, okay. Mittlere Frachter hat alle Befehle ausgeführt. Deine Befehle waren, hinfliegen und erst deine Fracht abliefern, wenn die Kolonie steht. Die Kolonie steht anscheinend. Das heißt, wir gehen jetzt auf Fracht, schieben alle Kolonisten rüber.
schieben alles an Erz rüber mit Shift. So, so, so. Und gucken mal, ob wir nach Hause kommen. Und ja, kommen wir. Sehr gut. Also die Frachter fliegen wieder nach Hause. Wir gehen mal auf die Kolonie. Obwohl, können wir einfach unten über Nachrichten haben. Also, mittlere Frachter haben alle ausgeführt. Sehr gut. Zerstörer haben alle ausgeführt. Die sind auch angekommen. Voyager 15 ist angekommen bei dem anderen Planeten. Santa Maria wurde demontiert. Und wir haben Nether Region unter Kontrolle. Nether Region. Wir hätten gerne viel mehr als das bisschen, was da drin ist. Denn diese Liste, diese Standardliste, ist ja dafür ausgelegt, dass man nur 25 Kilotonnen oder was Kolonisten hinschickt. Wir haben jetzt viel, viel, viel mehr hingeschickt. Wir haben jetzt schon eine Bevölkerung von 128.000. Moment mal, was ist hier das Maximum? Oh, das Maximum ist hier 726.000. Also ja, das ist schon ziemlich ordentlich. Also wir hätten jetzt gerne alles hier raus. Wir hätten gerne Fabriken. 50 Stück und danach Bergwerke 50 Stück. 2 bis 12 Jahre. Na, das ist okay. So, nächste Nachricht. Wir haben automatisch geterraformt auf 66%. Und wir haben noch einen grünen gefunden da hinten. Die könnte man sich später auch noch holen. Aber ich muss mich jetzt echt zurückhalten. Wenn wir zu gierig werden, kriegen wir nur Ärger. Das sehe ich jetzt schon kommen. Also, F9. Voyeur 18 ist angekommen. Mittlerer Frachter 11 hat 130.000 Kolonisten nach Wallamy gebeamt und hängt jetzt hier in der Luft rum. Wir kommen... Warum kommen wir jetzt wieder nach Hause? Mittlerer Frachter. Warp 6? 6 Jahre. Ah, okay. Also wir hatten ja vorhin das Problem gehabt, also jedenfalls das Problem gesehen, dass wenn wir die Kolonisten hinbringen, wir nicht mehr genug Treibstoff haben, um zurückzukommen. Anscheinend hat das Wegpunktesystem aber nicht bedacht, dass wenn wir hier alle Kolonisten abladen, wir wesentlich leichter sind und dann weniger Treibstoff für den Rückweg brauchen. Also können diese riesige Frachterflotte hier doch wieder zurück nach Hause fliegen, genau wie die andere auch. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. So, jetzt müssen wir unbedingt Wallaby ändern, denn Wallaby hat immer noch diese paar Bergwerke hier in der Liste. Das heißt, die kommen alle raus und wir hätten gerne Autobild, nee, keine Bergwerke, die können nach unten. Wir hätten gerne Autobild, Fabriken, 50 Stück. Und wenn dafür irgendwann keine Ressourcen mehr da sind, dann können wir ruhig die Bergwerke bauen. So, 1 bis 11 Jahre, das ist okay. Nächste Nachricht. Frachter 11, die haben wir schon nach Hause geschickt. Wir haben Nether Region um 1% verbessert, das ist gut. Aber die Nachrichten können wir auch ausblenden. Sind zwar sehr positiv für uns, aber das... verändert uns nicht in irgendeiner Weise großartig, also dass wir als Spieler eingreifen müssten. Also, Nether Region wurde automatisch geterraformt. Nether Region haben wir. Was haben wir hier? Hier kommt noch eine Santa Maria. Zoome ich mal kurz näher ran, die ist nächste Runde da. Und hier sind Zerstörer und da vorne ist noch eine Santa Maria. Also nächste Runde werden wir die beiden auch noch kolonisieren. Sehr schön. Was sagt Simple? Simple hat inzwischen 685.000 Einwohner. Maximum ist 1,1 Millionen. Wir müssen auf jeden Fall gleich wieder Kolonisten rausschmeißen. Also sobald die beiden Flotten eingetroffen sind, haben wir jetzt schon eine Flotte da? Nein. Wir haben nichts an Rohstoffen. Bergwerke nach oben. So. Okay. Haben wir hoffentlich nächste Runde ein wenig was an Rohstoffen. Also Zerstörer leicht ist angekommen oben. Wir haben Tech Level 4 in Elektronik abgeschlossen. Wir können jetzt Konstruktion erforschen. Sehr gut. Wir haben den Maulwurfscanner gescannt, erreicht. Wir haben Santa Maria 14 demontiert. Wir haben Dunab unter Kontrolle. Da gehen wir jetzt kurz hin. Hier haben wir jetzt dieses Standardding. Das können wir auch so lassen. Denn hier schicken wir erstmal keine Kolonisten hin. Jedenfalls nicht so schnell. Weiter. Wir haben ein seltsames Artefakt auf Dunab gefunden, das deine Forschung im Bereich Energie um 167 Ressourcen vorwärts bringt. Oh, sehr gut. Wir haben Muspel unter Kontrolle. Da ist das genau gleiche Spiel wie nebenan auch. Wir haben diese Standard-Warteliste, die wird abgearbeitet. Und hier werden noch unwahrscheinlicher Kolonisten hingebracht, denn er hat nur 43%. Das ist einfach zu wenig. Vorwärts.
Wir haben auch hier ein Artefakt gefunden, diesmal aber im Bereich Waffen um 181 Ressourcen. Dana wurde geterraformt, Muspel wurde geterraformt und das war's für diese Runde. Klick. Wie macht sich Equeus? Hat noch ein wenig Germanium, jede Menge andere Sachen und baut Fabriken in 1 bis 4 Jahren. Das ist doch falsch. Du bitte nach oben. Brauchst mehr Bergwerke. So, das war's an Nachrichten. Wallaby, was macht Wallaby? Wallaby braucht schon wieder mehr Bergwerke. Nee, wir verbrauchen echt zu viele Ressourcen. Aber ja, wir haben halt am Anfang bei der Rassengenerierung auch eingestellt, dass unsere Fabriken mehr Ressourcen brauchen. Na gut, müssen wir jetzt mit den Konsequenzen klarkommen. Also, du baust jetzt erstmal auch nur Bergwerke. F9. Zerstörer leicht ist angekommen da. Und das war's auch schon. Ich gucke mal kurz, was die anderen Nachrichten so sind. Wir haben ganz viel gebaut, ganz viel gebaut, ganz viel gebaut, ganz viel gebaut. Ja. Alles uninteressant. Simple. Simple hat langsam wieder Rohstoffe. Aber die lassen wir jetzt erstmal zu Ende bauen. Wir haben 588 von 746 Bergwerken. Wir könnten viel mehr Fabriken bauen. Dafür brauchen wir aber die Rohstoffe erstmal. Also lassen wir ruhig die Bergwerke. Jo, F9. Nether Region wurde Terraform automatisch auf einen Wert 69% verbessert. Das war's. F9. Deine Raumstation bei Simple wird alle Aufträge noch dieses Jahr abschließen können. Oh. Also wir haben jetzt inzwischen so viele Ressourcen, dass er die 100 Bergwerke bauen kann, die 100 Fabriken und trotzdem noch Ressourcen über hat. Ja. Wir könnten jetzt mal eine kleine Flotte bauen von diesen Change of Heart. Also die vom All aus Planeten terraformen können. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob sie die über einen besseren Wert terraformen können, als den wir jetzt schon erreichen können, wenn wir einen Planeten einfach kolonisieren. Okay, das war vielleicht ein wenig konfus. Also wir nehmen jetzt so eine Flotte von diesen Terraformern und schicken sie meinetwegen hier hin. Würde der Planet denn wirklich besser werden? Weil er ist doch eigentlich schon... Das ist ein falsches Beispiel. Da haben wir noch keine Kolonie drauf. Nehmen wir mal den hier oben, den Muspel. Der ist ja der kleinste von unseren Kolonien, von dem Wert her. Wird der Wert sich wirklich verbessern, wenn wir da Change of Heart hinschicken? Weil wir haben die Möglichkeit zu terraformen in einem gewissen Bereich... Aber das haben wir ja schon gemacht, als wir da gelandet sind. Deswegen weiß ich jetzt nicht wirklich, ob das was bringt. Aber wir haben so viele Ressourcen gerade, das sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Obwohl, wir hatten schon tierisch lange hier unten einen davon stehen, ne? Genau du. Hast du mit Sansibar irgendwas gemacht? Sansibar ist immer noch nicht wirklich gut zu gebrauchen und es gab keine Nachricht. Also muss der vielleicht auf einer unserer Kolonien stehen. Er hat aber nur noch 43 Treibstoff. 5 Jahre? Nein. Der braucht mal eben 179 Jahre, um da wegzukommen. Das lassen wir mal. Und schicken einfach irgendwann eine Kolonie dahin. Also mit dem können wir schon mal nicht experimentieren. Also brauchen wir was Neues zum Experimentieren. Wir hätten gerne Change of Heart. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Okay. F9. Du hast dieses Jahr eine Schlachtaufzeichnung erhalten. Haben wir? Schlachtbericht, Wallaby. Parteien. 2, Einheiten 7, eigene 6, feindliche 1. Was zur Hölle bist du? Ups. Voyager 5 hat alle Befehle ausgeführt. Ich würde gerne was über die Schlacht wissen. Oh, das ist noch ein guter Planet. Gucken wir mal, ob hier irgendwo die Schlacht aufgeführt wird. Mittlerer Frachter ist angekommen. Change of Heart wurde gebaut. Ah, in einer Raumschlacht gegen Russians. Die hören sich wie eine Rush-Gasse an, hä? Also Krieger. Zerstörten 6 seiner Streitkräfte ohne eigene Verluste ein Voyeur. Das zeigen wir uns mal kurz an. Sein Symbol ist die Pyramide. Ja, der ist zu unserem Planeten geflogen und wurde einfach abgeschossen. Fertig. Das war wo bei Wallaby? Also wir haben irgendwo hier in der Nähe einen Gegner.
Also, wir hören jetzt auf, unsere Planeten so zu pushen, dass sie eine gute Wirtschaft bauen, sondern wir benutzen jetzt unsere Wirtschaft, um Schiffe zu bauen. Denn jetzt weiß er, wo wir sind. Und das ist kein gutes Zeichen. Da werden diese 5 leichten Zerstörer nichts ausrichten. Erstmal nehmen wir jetzt unsere Change of Hearts. Die schicken wir jetzt alle. Wie viel Prozent hat Wallaby? 80%. Okay, wir nehmen unsere Change of Hearts und schicken sie oben zu diesem ganz kleinen Planeten. Das dauert 6 Jahre und verbraucht zu viel Treibstoff. Es ist zu weit weg. Das ist doch doof. Okay, dann fliegt man nach... Oh, nicht danach. Du fliegst bitte von hier aus nach Kische. Schaffst du auch nicht. Wir hätten bei dem Design wohl echt mehr Treibstoff hinzufügen sollen. Das finde ich jetzt sehr irritierend. Du weg. Flieg bitte dahin. Das schaffst du auch. Sehr gut. Dann bauen wir jetzt auf Simple noch eine Santa Maria. Die beladen wir dann einmal voll und schicken wir dahin. Mehr machen wir dem Planeten auch erstmal nicht. Das ist echt nur ein Testplanet. Da gründen wir eine Kolonie und lassen dann die Schiffe im Orbit ein wenig rumterraformen und gucken mal, ob das überhaupt irgendwas bewirkt bei Kolonien, die wir schon besetzt haben. So, jetzt wollte ich aber eine Kampfflotte aufstellen. Was sagt unsere Forschung? F5. Konstruktion wird fertiggestellt in einem Jahr. Das heißt, nächstes Jahr konstruieren wir uns ein Privateer. War das überhaupt eine Kampf? Nee, das war ein Transporter. Eine Fregatte ist das nächste. Okay, also wir forschen dann gleich bei Konstruktion weiter. Und ich erhöhe das mal auf 25%. Fertig. Und ich gucke mal hier bei Wallaby. Ändern. Nur übrige Ressourcen mache ich mal weg. Bei Equeos mache ich das auch weg. So, und nur hier oben lassen wir das an. Da ist an, sehr gut. An, sehr gut. Und an. Okay, also unsere 3 etwas besseren Planeten. Und ich vergesse immer wieder Kiche. Kiche, Kiche. Oder Quietsche. Ändern. Du hast nur 20.000 Bevölkerung. Nee, komm, du kannst deine Ressourcen behalten. Und du brauchst bitte jetzt auch zuerst die Bergwerke. Und davon inzwischen auch ruhig ein paar mehr. So. Fabriken danach hinzufügen. Okay. Ja, also nächste Runde gucken wir mal ganz kurz, wie wir den Privateer ausrüsten könnten. Aber ich glaube, der ist wirklich nur für den Transport und dergleichen geeignet. Das heißt, wir müssen dann unsere mittleren Zerstörer bauen und davon möglichst viele. Das könnten wir aber jetzt schon machen, ne? Ja, müssen wir eh, weil das alles in einer Runde abgearbeitet wird. Also wir... Oh, wir können keine Bergwerke mehr bauen. Oh, dann sollen die unbedingt auf der Liste raus. Also wir könnten jetzt noch mehr bauen, aber die können dann nicht in Betrieb genommen werden, weil wir nicht genug Bewohner haben. Also Bergwerke raus. Ja, nicht auf Löschen klicken. Wir hätten gerne Fabriken. 100 Stück. Wir hätten gerne Zerstörer leicht. 10, 20 Stück. Okay. Haben wir die Santa Maria schon bekommen? Nee, die Santa Maria muss auch noch in die Liste. So, du gehst bitte nach oben. Also es werden nächste Runde gebaut. 100 Fabriken, eine Santa Maria 1 und ein Teil der Zerstörer. Okay. So, jetzt aber einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.